Die Faschagun von Blackroll hat 4 verschiedene Programme mit unterschiedlichen Frequenzen. Man schaltet das Gerät ein, indem man den Button an der Unterseite so lange gedrückt hält, bis 4 Lichter leuchten. Diese 4 Lichter kennzeichnen gleichzeitig auch die 4 unterschiedlichen Stufen. Mit einem einfachen Klick kann schnell zwischen den einzelnen Stufen hin und her geschaltet werden. Stufe 1 ist der Relax Mode und ideal für Entspannung und Regeneration. Diese Stufe eignet sich vor allem für Ruhephasen zwischendurch oder vor dem Schlafengehen und sollte immer mit sanftem Druck ausgeführt werden. Stufe 2, der Post-Exercise Mode, ist das optimale Cooldown-Programm nach jeglicher Art von Training. Darüber hinaus kann es präventiv gegen starken Muskelkater wirken. Stufe 3 ist der Pre-Exercise Mode und eignet sich vor allem zum Einsatz vor dem Training. Bessere Durchblutung und ein verbesserter neuronaler Fokus lassen dein Training wesentlich effektiver werden. Stufe 4 ist der Pro Mode und die intensivste Einstellung. Diese Stufe eignet sich vor allem als Teil eines Warm-ups bzw. zur Aktivierung vor dem Training. Gerade großflächige Bereiche wie die Oberschenkelvorderseite lassen sich in diesem Modus optimal bearbeiten. Ich empfehle empfindlichen Personen bzw. Menschen, die zum ersten Mal mit einer Faschagun arbeiten, vorsichtig bei dieser Stufe zu sein. Der Körper muss sich an die Intensität erst gewöhnen. Ist die Behandlung mit der Faschagun zu Ende, hält man den Button an der Unterseite so lange gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet.